Nein, falscher Knopf. Schön, ich besiege mich gerade selber hier. Ich brauche Garp nicht, um mich fertig zu machen. Na, aber Ruffy hält auch noch einiges aus. Ja, das Schöne ist, ich kann nicht mehr ausweichen, wenn ich ein Item in der Hand festhalte, ne? Ja, aber Ruffy, wie gesagt, Ruffy hält auch ein bisschen was aus. Nein, zu früh ausgewichen. Weil ich dachte, er macht was anderes. Vor allem, ich komme auch gar nicht erst dazu, solche Dreierattacken zu machen, weil der einfach mal ständig mir einen reinhaut. Das ist echt dumm. Jo. Das Schöne ist, der ist ja noch, der hat ja nicht mal die Hälfte weg, ne? Oh, jetzt bist du durch die Verteidigung gebrochen. Ja, für einen kurzen Moment. Ja, aber es ist besser als nichts. Komm. Ne. Das bringt nichts. Nee. Bitter. Pixelmäßig. Vielleicht ist dann doch Chopper besser. Tja, keine Ahnung. Hallo! Probier mal Lustab aus. Probier mal Lustab aus. Du hast mal heilen wir Ruffy wieder voll. Und wechseln. Wer auch immer gleich reinkommt, der kriegt das meist auf die Fresse. Oder auch nicht. Hilfe! Ich überlege gerade. Lustab wäre sogar eventuell eine gute Wahl. Indem ich einfach aus dem Fernkampf mache. Habe ich gerade die Kugel abgeschossen? Deshalb ist aber trotzdem schwach. Nein, nicht zu ihm hinlaufen, weglaufen. Probier mal so richtig aus. Tja, der macht sich wir ja haben noch, an. Wir haben noch SP-Tränke. Ja, Moment. Sogeking war schütteln. Gut. Habe ich nicht verwechselt. Ich darf halt nur mit Sogeking nicht ausweichen, weil das dann wieder viel zu viel SP verschwendet. Mhm. Wo ist er? So nicht ausweichen, einfach draufhauen. Einfach draufhalten. Schön, ich komme zu mehr als einer Attacke, komme ich irgendwie auch nicht. Ja, Sogeking ist jetzt auch weg. Moment. Okay, krass. Doppelwirkungstrank eben noch einen benutzen. Ich möchte Sogeking nochmal benutzen. Ach schön, natürlich, du kannst mich auch angreifen, während ich noch tot am Boden liege. Finde ich schön, dass die Ausklingzeit von Sogeking so lange dauert. Das hat mir gerade irgendwie jetzt den Arsch gerettet. So. Jetzt ich erstmal wieder auf die Fresse wahrscheinlich. Er lädt da hinten einfach mal weiter auf. Instant Kill. Was? Okay, er hat keinen Bock mehr aufzuladen. Naja, okay. Ja. Auch Sogeking macht keinen Schaden. Das war das noch mit meinem SP hier. Also. Mhm. Seltsam. Aber er ist schon unter der Hälfte. Tja! Nachdem ich fast alle meine Charaktere dafür geopfert habe. Mhm. Man muss auch ein bisschen positiv sehen. So, ohne Ausweichen kann ich den Tag auch nicht ausweichen. Mal sehen, wie viel zieht das denn ab, wenn ich nichts mache. Epischer Spruch war episch. Ohne Ausweichen kann ich der Attacke auch nicht ausweichen. Ne? Okay. Voll gut. Ich würde sagen, tschüss, Lufthop. Ja. Ja. Genau in dem Moment, als ich gerade Dings aktiviert hat, so. Robin. Mach irgendwas. Mhm. Mach mal mit Geduld. Ne, ich brauche bei ihr die anderen Attacken. Hier Ranke, Pfeile und Weide. Genau so hieß das. So, hier muss ich es aber wirklich erstmal langsam mit Geduld machen. Du
Das ist schon traurig, wie wenig ich hier abziehe. Also 5, 6, 7, 8 und 9. Das ist wirklich schon so langsam wirklich traurig. Naja, ist halt auch der stärkste optionale Boss. Eigentlich generell der stärkste Boss. Selbst bei Nightmare Ruffy hat man viel mehr abziehen können. Ja. Aber so langsam habe ich wirklich das, erinnern. So langsam habe ich wirklich das Timing so wieder raus, wie man. Wow, nein, das war doof. Ich hätte nicht ausweichen sollen, einfach weiterlaufen. Naja, aber hat nicht so viel Schaden gemacht. Ich muss gerade überlegen, während ich hier weiter rumlaufe, mit dem ich dann schnell so drei gute Schüsse machen kann. Ach, ja. Ich muss sagen, ich bin gut ausgewichen. Oh, jetzt langsam. Ich habe Angst, wenn er gleich seine Spezialattacke einsetzt. Wann kommt die? Ja, ab Hälfte. Also das dürfte nicht mehr lange dauern. Wow. So einfach immer die Attacke hier, seine Aufladattacke abwarten, ausweichen. Und zweimal, zwei, dreimal über einen. Oh jo! Jetzt habe ich wieder beinahe vergessen, dass er sich wieder auflädt. Also, ich sehe es zwar, aber dann deckt sich mein Kopf, wie ausweichen, ist nix. Ausweichen? Was ist das? Ausweichen ist für Anfänger. Kannst du mal bitte bei der nächsten Angriff darauf achten, ob ich überhaupt irgendeinen Pixel abziehe? Okay, warte, ich bin ganz nah am Monitor dran. Oder sag mir, wann der erste Pixel weggeht. Komm. Habe ich gerade was abgezogen? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auch nicht. Okay, jetzt habe ich gerade nicht getroffen. Ich glaube schon. Aber er trifft einfach nicht, das ist das Problem. Naja, du levelst aber so ein bisschen schon. So, ich muss mit Nami machen. Nami hat auch viel SP und sie... Wow! Da war eine Wand! Und sie kann zwei gute Schläge hintereinander machen. So, ach, die aber auch nicht 14. Ja, aber sie macht wenigstens zwei schnelle Schläge hintereinander, die dann auch treffen. Bei Robin gehen die Attacken schon nicht daneben. Wow! Okay. So viel zu treffen. 4, 5, 6, 7, 8. Das ist eigentlich unnötig, was ich hier für eine Scheiße mache, aber... Wayne. Nein, 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 nein! Mach doch nicht eine dumme Aufladattacke! Also der Kampf kann sie noch ein bisschen hinziehen. Ja klar, also wir kämpfen jetzt 20 Minuten, glaube ich, und wir haben die Hälfte abgezogen. Ich mache wahrscheinlich gleich erstmal kurz einen Schnitt, weil ich habe noch nie so lange am Stück aufgenommen. Ohne Pause dazwischen. Nicht, dass es asynchron wird. Eben. Na gut, also ich glaube kaum, dass der Ton einfach asynchron wird, weil ich nehme ja meine Stimme einzeln auf. Hallo, darf ich immer wieder mal... merklich was abziehen. Ich gehe mal mit der Maus auf den Balken, wo er jetzt gerade ist. Mhm. Und dann kann ich sagen, wann merklich was weniger ist. So, mal schauen. Cyclon Tempo. Nein, meine Maus ist verschwunden. Gut, wenn ich hinfalle, kriege ich wenigstens keinen Schaden mehr. Also wenn ich richtig... Okay, ich kann das nicht machen mit der Maus, weil meine Maus immer verschwindet. Wo ist mein Cyclone Tempo? Ich glaube, jetzt hast du ihm wieder was... ein bisschen was abgezogen. Echt? Wenn es nur minimal wäre. Minimal ist besser als gar nichts. Wow, wow, Hilfe, Hilfe. Ich habe Angst, verdammt. Cyclone Tempo. Wow. Hilfe. So, Hit and Run. Einfach hin, kurz mal ein Cyclone Tempo hinschmeißen. Und auf die Fresse. Okay, einmal angreifen. Oder so, wenn er daneben einmal haut. Okay, da hätte ich angreifen können.
Habe ich ihm wirklich mal was abgezogen jetzt in den letzten paar Minuten? Nein. Hab mir schon fast gedacht. Wir können auch wieder zu Chopper wechseln. Ich glaube, Chopper hat am besten noch fungiert. Das kann gut sein. Aber ich will jetzt... Also so langsam aber sicher mache ich ihm schon sicher ein kleines bisschen Schaden. Ja, sicher. Aber es ist halt doch minimal. Aber sehr minimal. Probier's mal mit Ruffy nochmal. Aber auch halt mit derselben Taktik. Ich hau nur zweimal hin und dann laufe ich wieder weg. Also auf jeden Fall darf ich nichts zur Axt kommen lassen, weil die braucht viel zu lange zum Aufladen und in der Zeit tötet der mich. So, und? Ich darf auch auf keinen Fall Gear Second einsetzen. Weil, ja, sonst verliere ich viel zu viel TP dadurch. Hat das überhaupt was abgezogen? Ich glaube ein bisschen. Aber das Gute ist, wenn er so nah dran ist, dann treffen die auch noch, trifft das auch ganz gut, aber schön, die Dinger explodieren in der Luft. Jetzt ist die Markierung, die Anvisierung weggegangen, weil ich zu weit weg war. Natürlich weiche aus. Wer hatte mir erlaubt auszuweichen? Boah, kurzer Herzstillstand, weil ich zu früh ausgewichen bin, dachte ich. Hat aber noch gepasst. Oh, verdammt, ich bin zu nah dran. Zu nah dran. Zu nah dran. Zu nah dran. Weg. Hör auf damit. Danke. Das hat auch ganz gut getroffen. Okay, ich sehe schon, die Spinnattacke ist wirklich eher so ein... Ey, ich boxe ihn... Ich habe was gesehen, dass ich was... Ich boxe ihn 30 Mal in die Eier. Und der stellt sich einfach nur dahin mit seinen Balls of Steel und denkt sich, leck mir die Eier, ich bin geil. Ich bin Garb. Genau, ich bin Garb. Da. Oh, er hat sich gerade kurz bewegt. Das heißt, ich habe ihn bin kurz durch seine Verteidigung gekommen. Oder er ist einfach nur wieder herumgelaufen. Ich probiere mal gleich mal die andere Sprintattacke aus. Ich glaube, die ist auch ganz gut. Welche war das denn? Genau, Gewehr. Ich glaube, der zieht auch ganz gut. So, erst Level 1. Ja, aber ich glaube, der zieht auch ganz gut ab, oder? Oh, er hat sich kurz... Ey, die hat die Verteidigung durchbrochen. Oh, er ist kurz nach hinten gezuckt. Wenn ich ihn treffen würde. Wenn ich ihn treffen würde. Nein! Gut, ich dachte schon, ich will... Nein, ich bin schon wieder aus seiner... Ich bin wieder zu weit weg. Da, hast du gesehen? Ja, kurz nach hinten gezuckt. Das heißt, der Attacke hat wenigstens seine Verteidigung durchbrochen. Nein, was tust du da? Bleib doch nicht stehen, du dummer... Achte mal jetzt bitte drauf, ob das jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht. Wow! Moment, leider absolut noch nichts. Ah, das ist gut, dass die Attacke die Verteidigung von ihm durchbrechen kann. Aber ich glaube, wenn du die Attacke noch ein bisschen levelst... Ja, das passiert ja automatisch dann... hier. Richtig. Ey, weißt du, wie der Kaffee abläuft? Ich weich dir aus, er weicht mir aus, ich weich... Der Kaffee? Was? Was hast du jetzt gerade gesagt? Weißt du, wie der Kaffee abläuft? Der Kampf hier. Okay, ich hab verstanden, wie der Kaffee abläuft. Ich hab damit kurz einen roten Strich gesehen oben. Er verliert auf jeden Fall immer mehr Leben. Zu früh. Er ist schon weit unter der Hälfte. Ja. Weit. Ich hoffe einfach mal, dass er keine Spezialattacke beherrscht. Scheint wieder zu früh ausgewichen. Nein! Oh, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht noch gar nicht in dieser ganzen Folge. Ach so, ja, stimmt. Moment mal, ich sehe gerade, ja, ich mache jetzt eben kurz einen Schnitt. Und ja, wir machen direkt weiter. Die anderen sehen es erst morgen dann. Bis dann. Jo, ciao. Bis dann. Tschö.